Hey Leute, na, alles klar bei euch? Nein, Quatsch. Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Rallungsmodus aktiviert und wir gucken mal, was es hier noch so weiteres zu tun gibt. Schauen wir noch erstmal ins Inventar. Bogen voll, Waffe voll, viel Munition noch im... Gut, das heißt also, equipped sind wir nicht so gut. Mal kurz einen Knicker auf die Karte hier. Also. Was geht? Da, Schlüssel, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, wo unser nächster Anlaufpunkt ist. Wir brauchten ja noch hier oben, glaube ich, die, das Zahnrad. Ja. Hier, da raus. Ah, jetzt bin ich so in der Steuerung von Resident Evil 1 noch drin, ne? Aber Claire macht ja keinen U-Turn. Aber dafür ist Claire hier schnell unterwegs. Und sieht zudem auch noch besser aus. Ein Quatsch, Jill ist auch eine Schönheit. Ja. Als wieder ins Menü. Da geht's raus, wieder ins Rondell, quasi, also in diesen Gang. Da hinten ist nichts mehr, glaube ich. Frag mich gerade nur. Ja, gucken wir einfach mal. Ich glaube, uns fehlt noch der Kreuzschlüssel, war das so? Ich glaube schon. Man lässt auf einer. Ih! Das ist ein Licker. Und man lässt auf einer Resident Evil ist 2 schon ein bisschen her. Ein bisschen lange. Komm ich an dem vorbei, ohne zu sterben? Oder Schaden zu nehmen? Geht das? Ich stecke gerne da runter. Ich gehe da nochmal zurück. Der macht mir Angst. Mag ihn nicht. Um ich ein Fleischmann da. So, gehen wir mal hier lang. Das ist krass. Leon waren nicht so viele Licker hier unterwegs, aber Claire wird von Lickern hier irgendwie zugeschmissen, weißt du? So, ja, hier ein paar Licker könnt ihr haben. Die haben wir aus dem Spiel raussortiert, ne? Packen wir mal einfach mal in die B-Klasse. Ja! Was? Euer Ernst? Wo kommt ihr Jungs her? Achso, die. Ja, die waren am Knuspern, ne? Spin. Immo gerade. So, kommt mal näher. Boys. Voll den Hall-Effekt habe ich gerade. Keine Ahnung warum. Platsch. Noch jemand? Nö? Ich glaube, der Bogen muss auch leer sein, ne? Passt. Hihihi. Oh nein, die Sackgasse, oder? Penner. Also euch. Warum bist du nicht tot? Hey, die Fresse! Du bist zugenagelt. Sieht nicht so aus, als könnte man hier weiter. Ja. Don't say. Zumindest bin ich jetzt safe, was die Zombies betrifft. Guck mal, wie die alle saften. Mann, die Waffe ist leer. Na ja, klar. Back auf. Ey. Nur weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich lang muss. So schlimm. Ich will halt nur nicht mich mit dem Licker anlegen müssen. Und dieser komische Glatzenfred, der läuft ja auch noch rum. Ich glaube nämlich im Keller gibt es nichts mehr für uns zu holen. Vielleicht noch irgendwas. Glasbüro, aber ich glaube nicht, ne? Können wir hier. Ja, vielleicht können wir nochmal Leon anfunken. Hilfe! Nö. Okay, ist nichts. Bei dem Schränkchen war, glaube ich, auch nichts mehr in dem Schrank. Nö, können wir nicht mit interagieren, also. Bringt uns das nichts. Gehen wir gleich mal wieder. Ich bin gerade so raus, tut mir leid. Ich muss mich gerade ein bisschen wieder orientieren. Wir brauchen immer noch das fucking Zahnrad. Das war ja in diesem komischen Raum, aber ich weiß nicht, wie wir das rauskriegen. Das ist es nämlich. Da muss ich erstmal noch mal ein bisschen klarkommen drauf. So, hier haben wir den Diamanten schon gekriegt, das ist klar. Eingesetzt haben wir den auch schon. Dazu, ne? Ja. Genau. So, so, so. Da geht's wieder runter. In den ersten Floor, da unten. Da ist noch eine Tür, die ist zu und die ist noch mit dem Kreuzschlüssel zu handhaben. Aber wo zum Henker habe ich den? Beziehungsweise warum habe ich den nicht mehr? Oder fehlt der mir? Ach nee, das ist nicht der Kreuzschlüssel, das ist der Peak-Schlüssel oder wie das auch immer war. Der hat ja Farben gehabt, der grüne war der andere. Da habe ich den ja schon benutzt, ne? War so. War so.
Ja, genau. So, jetzt werde ich aber trotzdem mal zur Kiste gehen und mal gucken. Da irgendeine? Ich glaube schon. Kiste gehen und gucken, was ich noch so am Start habe. Ja. Ja. Kiste. So, zeig mal her. Da ist noch der Colt. Da ist noch der rote Edelstein. Wir brauchen ja zwei davon. Genau. Und erst die Fußspray haben wir noch. Da ist der Granatwerfer. Soll ich ihn mitnehmen? Nehmen wir mal mit, einfach als Safe-Waffe, dann leg ich den mal ab. Solange ich keine Munition für den habe, bringt er mir im Inventar nichts. Das Hilfsbrill lasse ich da, uns geht's ja noch gut. Den Colt ist meine heilige Waffe, den benutze ich nicht. Ob man speichern brauche ich jetzt nicht. Thielgriff. Nee. Okay. Ja, jetzt keine Items, die von Belang sind, leider. Gut, das heißt, können wir wieder rausgehen und uns erstmal nochmal ein bisschen umsehen. Ich muss gerade mal echt überlegen. Also hier in dem Raum, da sind Zombies drin, da in dem Raum ein kleiner Raum, Räumchen. Da hinten geht's lang, da geht's auch lang, überall geht's lang. Aber ich gehe in die andere Tür rein. Auch wenn ich nicht weiß, jetzt weiterkommen. War hier nochmal was? Wir sind ja klar, aber wir können mit dem Bild nichts machen, ne? Weil da ist der andere Stein, aber den. Wo komme ich denn? Oder hat den Leon schon irgendwie rausgezwackt und der liegt da rum? Bin mir nicht sicher, inwiefern ihre Storylines parallel verlaufen oder nicht. Weil hier ist ja noch. Gemälde verbrennen und so. Ein Kamin, der rüberhängt an Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Genau, da haben wir ja mit Leon den Diamanten rausgekriegt. Aber ich glaube, den anderen geht's woanders. Nur weiß ich nicht mehr wo. Beziehungsweise mit Claire weiß ich es nicht. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich habe mit Claire nie gespielt, den B-Slot quasi von Resident Evil 2. Und ich habe immer nur mit Claire angefangen. Ich habe mal mit Leon weitergespielt, aber da war das auch irgendwie anders. Also beziehungsweise nicht so viel anders als wie hier. Ist eigentlich das gleiche, nur die Charaktere sind anders. Also. Die Tür ist zu, ne? Weil die dafür lassen. Dem Schlüssel aus dem Peak. Genau, dem Peak-Schlüssel. Der liegt da ohne Kopf. Soll mir recht sein. Wer keinen Kopf hat, jo. Hat schon zu viel riskiert wahrscheinlich. So, hier ist noch eine weitere Kiste. Ich habe jetzt zwar einen riesigen Umweg genommen, aber somit weiß ich auch, die Gänge sind safe. Passt schon mal, jetzt bin ich wieder in der Haupthalle. So, wir brauchen nämlich noch einen von diesen Steinen, diesen quadratischen, ne? Müssen wir nämlich wo einsetzen, da in dieses Ding, wo der Polizeichef Aaron sein Büro hat. Muss ich gerade mal selber hier rein. So, wenn wir hochgehen, Treppe da, kommen wir quasi dann da hoch. Da ist eine Treppe, die runterführt, da kommen wir dann da unten rechts wieder raus. Ich frage mich auch nur, wo ich den Peak-Schlüssel jetzt finde, weil im Keller war nichts mehr. Basement, hier ist der Keller. Aber da haben wir alles abgefüllt. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, erstmal ein bisschen umgucken noch. Genau. Hier waren wir. Dann mal. Da hinten geht's raus durch den anderen Raum. Da haben wir den Herzschlüssel verwendet. Das war die einzige Tür, die mit dem Herzschlüssel zu öffnen war. War hier eigentlich auch noch irgendwas? Zielgriff. Ich weiß halt nicht mehr, wozu ich den brauche. Hier weiß ich, war der Licker drin. Was soll den hier nochmal? Die haben wir ja auch öffnen können, oder? Lass mich mal gucken. Ja, genau. Da ist das Zahnrad, sag ich ja.
Ein Bild eines Mannes auf einem Wagen. Da ist etwas auf dem Rad. Erleuchtete Dame, König, Bube. Der Wagen drückt die Tube. Ah, genau. Wir müssen es entzünden, ne? Ja, ja, die Dinger müssen wir entzünden. Ich weiß noch nicht, wo wir das Scheißfeuerzeug herkriegen. Haben wir noch ein Air-Saver-Spray? Sieh an. Nehmen wir mit. Blick verwüstet. Na gut. Ja, immer noch verwüstet. Wir können ja ein Feuer entzünden. Ich weiß aber womit. Ich hab nix. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden und offline mich ein bisschen schlau machen und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Bis gleich. Hi, Leute, willkommen zurück. Bin hier nochmal ein bisschen rumgelaufen. Lagene 15 Minuten, hab nochmal alles abgesucht und dann habe ich ja gesehen, da ist ja diese scheiß Einhornmedaille. Erinnert euch noch an das Ding mit Leon. Also beziehungsweise an den Spielstand mit Leon, den ich gezockt habe. Und da mussten wir diese Einhornmedaille hier einsetzen, da wo diese Statue hier im Raum ist, ne? Dann nehmen wir die mal mit und ist ein Nicker auf dem Fersen. Den habe ich ein bisschen gelockt. Der rallt hier kräftig. Der nervt mich, deswegen werde ich ihn jetzt umballern. Ein SF-Spray habe ich noch, das brauche ich vielleicht noch. Deswegen lieber Munition. Ey, komm her, du Dicker. Obwohl, nee, weißt du was? Nein! Geh weg! Ja. Wer hätte jetzt an Resident Evil, in dem die Räume nicht irgendwie separat voneinander abgesperrt werden, vor allem diese Leiter, dann wird er einfach hier runterspringen und mir das Leben zur Hölle machen. Also, zumindest wäre es meine Intention, wenn ich ein Linker wäre. So, ein alter Brunnen. Da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen, öffnet sich das, ja, einmal, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Plopp. Da haben wir den Peak-Schlüssel. Yes. Nehmen wir den mit. So, und jetzt können wir endlich an das besagte Türchen. Das verschlossene. Und gucken wir mal, was wir da finden. Ich habe keine Ahnung, es ist halt alles anders als mit Leon. Beziehungsweise die Einhorn-Plakette da, die haben wir auch ganz woanders gekriegt. Bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. So, Rallus Maximus hier. Der Typ ohne Kopf, ne? Der irritiert mich total. Einfach aus dem Grund, weil er keinen Kopf hat. Entschuldigung. Ich musste niesen. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, Taste auszumachen fürs Mikrofon. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Hi. Ja, hier am Start. Ja, die schiebt schon fleißig. Die hat trainiert gerade. Gucken, was da oben liegt. Ein Feuerzeug. Ja, geil. Ein ganzer Stapel Untersuchungsberichte. Mhm. So, dann lass mal hier rallen und das rüberschieben. Und wir ans Feuerzeug rankommen, das brauchen wir nämlich. Hoch. Feuerzeug mitnehmen, natürlich. So. Geil. Gibt's hier noch irgendwas für uns? Munition. Illustration. Nee, Munition brauche ich. Munition. Akten über Raccoon City. Die meisten über Umbrella. Boah, wundert mich nicht. Haben wir noch was im Fax? Oder im Kopierer? Ein Kopierer. Das. Gut. Hier gab es nichts für uns außer das Feuerzeug. Ah, nee. Patrouillenbericht. Ah. Patrouillenbericht. 20. September, 21.30 Uhr. Bericht von Sergeant Neil Carlson. Wir hielten eine Meldung über ein verdächtiges Individuum, das sich in der Kanalisation der Vororte von Raccoon City herumtreiben soll. Ich durchsuchte das fragliche Gebiet und fand das Individuum, doch es floh, bevor ich es gefangen nehmen konnte. Ich konnte die folgenden Gegenstände sicherstellen. Eine kleine Menge C4 Plastiksprengstoff, das wir schon benutzt haben, einen elektronischen Zünder, den wir uns auch, 9mm Parabellum-Patronen, 80 Gerät defekt. Ende des Berichts. Patrouillenbericht aufgezeichnet. Jo, die ganzen Gegenstände haben wir unser eigen genannt. Den C4-Sprengstoff und den Zünder haben wir ja schon benutzt, um den Hubschrauber aus dem Weg zu sprengen. Und jetzt haben wir noch das Feuerzeug. Und jetzt können wir auch weiter. Sehr, sehr geil. Das Safe Spray werde ich gleich mal ablegen. Genau, dann müssen wir wieder nach oben.
Genau, hier wollte ich erst rein. Und da wir das Feuerzeug nämlich schon haben, können wir jetzt uns den Rubin schnappen, der hier drin ist. Und das Beste noch, wir können die Rubine dann endlich einsetzen, weil wir beide haben. Ist das nicht herrlich? Dieses Feuerzeug eröffnet uns einfach alle Möglichkeiten, die uns noch verschlossen waren. Geil. So, rallen hier jetzt. Block. Na. Nimm mit. Oder Edelstein mitnehmen, na klar. Sehr, sehr geil. Dann haben wir das auch schon. Noch ein Item mehr in unserer Schatzkammer. Ach, muss mich ganz an der Nase kratzen heute oder am Auge. Es juckt alles. Ja, jucken lecker. Gerade hier ist bei mir angesagt. Mein ganzer Körper ist auf Jucken programmiert. Vielleicht werde ich auch bald zum Zombie. Und dann werdet ihr in der Moderation nur noch dann hören. Ja, wenn das so sein sollte, tut's mir leid. Aber ihr wisst ja, Resident Evil macht krank. Ein Quatsch, das macht Spaß. Aber so. Ich meine das nicht ironisch. Also wie gesagt, ich bin großer Resi-Fan. Nichts gibt's über Resident Evil. Ich kann es tausendmal spielen und es wird mir immer noch Spaß machen. So, das SEO-Spray wollte ich noch ablegen. So, tschüss. So, das Feuerzeug brauchen wir. Essentiell wichtig. Und dann lass mal hier weiter raus. So, ich werde dann jetzt erstmal das Zahnrädchen einsammeln. Aber das mache ich in der nächsten Folge von Resident Evil 2. Danke für euer Zusehen und es hat mir sehr Spaß gemacht, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich jetzt endlich mal weitergekommen bin und gerade so, okay, das war... Musste erstmal ein bisschen rumsuchen, habe eben noch ein bisschen kurz gechillt, meine Augen entspannt und jetzt werde ich weiter im Anschluss Resident Evil 2 aufnehmen. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer neuen Aufnahme Resident Evil 2. Bis dann, Freunde.